Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Philipp von und zu Lerchenfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass eine namentliche Abstimmung heute angesetzt worden ist, weil dadurch sehr viele Leute kommen werden, die meine erste Rede nach meiner Krankheit hören. Und deswegen bin ich dafür sehr dankbar und hoch erfreut. Es gibt mir die Gelegenheit, mich gleichzeitig auch zu bedanken bei allen, die mir Genesungswünsche geschickt haben. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen dafür. Aber lassen Sie mich jetzt zur Rede kommen und so ein bisschen einen Ausdruck des Erstaunens auch vorbringen. Denn es wurden mehrfach Vergleiche herangezogen. Das Kernkraftwerk wurde verglichen mit Oldtimern, mit Autos. Ich finde das ein bisschen gewagt, muss ich sagen. Aber wenn Sie davon sprechen, dass Kernkraftwerke Sie hatten das Auto angesprochen. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich haben Sie Steuerermäßigungen, wenn Sie mit einem H-Kennzeichen fahren. Also gerade der Oldtimer hat eine entsprechende Ermäßigung bei der Steuer. Also ist dieser Vergleich, den Sie angestellt haben, vielleicht ein bisschen falsch. Ich möchte ihn gern korrigieren. Die Kosten, die auf die Kernkraftwerke zukommen durch die Entsorgung, wurde vorhin schon angedeutet, werden in einer ganz anderen Situation geregelt werden. Wenn ich mir ansehe, dass die Brennelementesteuer, die 2011 eingeführt wurde, nie die erwarteten hohen Steuereinnahmen brachte, im Jahr 2011 waren es 922 Millionen statt 2,3 Milliarden, im Jahr 2012 1,6 Milliarden statt 2,3 Milliarden, dann muss ich mich fragen, Ihre Schätzung, dass hier 5 Milliarden in den nächsten Jahren kommen würde, kann ich auch nur anzweifeln. Die Mindereinnahmen lassen sich sicherlich auch deswegen begründen, dass ein Teil der Kernkraftwerke mittlerweile natürlich abgeschaltet wurde aufgrund der Katastrophe von Fukushima. Und die Klagen der Unternehmen gegen diese Steuer wurden abgewiesen vom Europäischen Gerichtshof. Das wurde schon angezeigt. Und auch die entsprechenden Finanzgerichte in Deutschland haben mittlerweile erkannt, dass dem Bund wohl die Steuergesetzgebung damals für diese Steuer zustand. Im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer war noch überhaupt keine Rede davon, dass eine Laufzeitbegrenzung der Kernkraftwerke sein wird. Es war noch keine Rede, dass man 2022 als Datum dafür festsetzen würde, sondern es war damals im Zeitpunkt der Einführung dieser Steuer der wesentliche Grund, dass man einfach Haushaltslöcher stopfen wollte. Natürlich fällt es einem immer wieder schwer, wenn man Steuern nicht mehr weiter erhebt. Aber ich glaube, es ist doch eine ganz wesentliche Frage auch, wie zuverlässig sind wir bei unserer Steuergesetzgebung. Es hat etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Es hat was mit Planungssicherheit für die Unternehmen zu tun. Wenn wir in einem Gesetz festlegen, dass wir nur einen gewissen Zeitraum diese Steuern auch tatsächlich annehmen wollen, dann können wir nicht nachher sagen, jetzt könnt ihr uns alle ganz gern haben, wir machen das ganz einfach anders. Wir müssen auch glaubwürdig im Bereich der Steuer- und Finanzpolitik bleiben. Und deswegen muss diese Steuer entsprechend dem Gesetz auch ausgeführt werden. Und damit läuft sie gegen Ende dieses Jahres auch aus. Die Steuererhöhung oder die Fortsetzung der Erhebung der Steuer über das Jahr 2016 hinaus wäre natürlich auch eine indirekte Steuererhöhung, die wir im Koalitionsvertrag bei uns ausgeschlossen haben. Wir wollen keine indirekten Steuererhöhungen haben. Wir wollen keine direkten Steuererhöhungen haben. Im Gegenteil, wir müssen sehen, dass wir für den Wirtschaftsstandort Deutschland Steuerentlastungen herbeiführen. Nur auf die Art und Weise wird unser Standort entsprechend auch gewürdigt werden. Lassen Sie mich noch einmal zurückkommen
auf das Thema Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, die wir erleben, in Zeiten, sehen Sie nach Amerika, aber sehen Sie auch zu unseren Nachbarn, ist es von ganz essentieller Bedeutung, dass wir glaubwürdig bleiben mit dem, was wir als Gesetzgeber beschließen. Glaubwürdigkeit heißt, wir müssen uns an die Gesetze, die wir selber einsetzen, diese Gesetze müssen wir auch tatsächlich befolgen. Und deswegen sollte die Steuer Ende dieses Jahres aufgehoben werden. Wir haben keinen Grund, diese Steuer zu entfristen. Und wir haben keinen Grund, die Unternehmen mit einer zusätzlichen Steuer zu belasten. Wir wollen keine Steuererhöhungen und deswegen lehnen wir den Antrag auch ab. Vielen Dank. Vielen Dank.